Hey Leute, es ist endlich soweit. Ich bringe euch jetzt bei, wie man codet in Roblox Studio. Wir fangen mit den absoluten Basics an, damit es jeder verstehen kann. Und dann alle von euch, die vielleicht irgendwo nicht ganz weiterkommen und irgendwas nicht ganz verstehen, habe ich schon meine Coding-Lernserie gemacht. Die ist jetzt hier oben rechts auf den IFA-Link. Da gehe ich auf dieselben Dinge ein, auf die ich jetzt eingehe, nur vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher in bestimmten Bereichen, die ich heute nicht erkläre. Dafür werde ich in dieser Serie hier aber die Sachen erklären, die jetzt spezifisch für Roblox Studio sind, weil wir wollen ja am Ende der Serie ein Roblox Studio-Spiel entwickeln. Dementsprechend sage ich mal, los geht's. Wie ihr schon wissen solltet, kann man in dem Spiel Scripts hinzufügen. Das machen wir jetzt auch. Ich gehe hier auf den Server Script Service. Klappe das mal auf und pack mal dieses Proximity Prompt Script in den Server Storage. Wir wissen ja, im Server Storage wird nichts ausgeführt. Das heißt, das ist erstmal weg. Und wir fügen jetzt zum Server Script Service ein Script hinzu. In dem Script steht standardmäßig Hello World drin. Ich zoome mal ein bisschen ran, damit ihr das alles besser sehen könnt. Und wir lernen jetzt erstmal, wie funktioniert dieses ganze Gescripte. Dieses Print habe ich beim letzten Mal schon erklärt. Das ist eine magische Funktion, die einfach das, was ihr in die Klammern schreibt, in den Output reinpackt. Und damit werden wir heute auch arbeiten. Aber es ist eine Funktion und wie Funktionen funktionieren, lernen wir in ein paar späteren Folgen erst. Bis jetzt müsst ihr nur wissen, Print funktioniert. Zuallererst, ein wichtiges Konzept für das Coding grundsätzlich ist, Scripts haben Grammatik, also einen Syntax, wie ich beim letzten Mal schon erwähnt habe. Und wenn man sich nicht an die Grammatik hält, dann hat man Fehler. Wenn man etwas anders schreibt, als der Computer es versteht, kommt er damit nicht klar. Und das ist der Grund, warum ich hier vorne zwei Minus oder zwei Bindestriche hingeschrieben habe. Diese zwei Bindestriche sind dafür da, um einen Kommentar zu schreiben. Alles, was in dieser Zeile hinter diesen zwei Minusen steht, wird vom Computer ignoriert. Hier können wir reinschreiben, was wir wollen. Hier können wir Emojis reinhauen, irgendwelche Sonderzeichen verwenden, die der Computer nicht kennt. Und es ist alles vollkommen in Ordnung. Das Script wird keinen Fehler auswerfen, weil das ist ein Kommentar, der ist dafür da, damit wir Menschen für uns irgendwas hier reinschreiben können. Wenn euch eine Zeile nicht ausreicht, könnt ihr hinter die zwei Bindestriche auch noch zwei eckige Klammern schreiben. Und er hat hier zwei weitere eckige Klammern hinzugefügt. Die nehme ich da mal raus und pack sie in eine andere Zeile. So, und jetzt haben wir einen Kommentar, der über mehrere Zeilen geht. Und alles, was zwischen diesen eckigen Klammern hier steht, ist ein Kommentar, wird so ein bisschen ausgegraut angezeigt und wir können ja reinschreiben, was wir wollen, ohne dass das Script irgendwie beeinflusst wird. Das schon mal vorweg. Warum sage ich euch das? Weil ich natürlich Kommentare verwenden werde, um euch ein paar Sachen zu erklären. Heute in dieser Folge geht es um Variablen. Und Variablen sind so ziemlich das Fundamentalste, was man im Coding verstehen muss. Doch was sind Variablen? Variablen, habe ich in der Coding-Lern-Serie gesagt, sind Zahlen, aber das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Also sagen wir uns mal, Variablen speichern Daten. Und um diese Daten zu speichern, brauchen sie erstmal einen Namen. Dieser Name hier, der ist dafür da, dass ihr wisst, mit welcher Variable ihr es zu tun habt. Dieser Name existiert immer nur bei euch persönlich. Für den Computer hat die Variable nämlich nicht unbedingt einen Namen, sondern hat eine Position im Speicher. Aber diese Position im Speicher, die seht ihr gar nicht, weil Roblox Luau macht es uns einfach und wir müssen uns gar nicht um so einen Müll kümmern, wie Speicher-Allocation, Pointers und so einen ganzen Mist. Wir wollen einfach nur ein Roblox-Spiel entwickeln. Und um eine Variable festzulegen, brauchen wir erstmal einen Namen. Den nennen wir jetzt einfach mal Namen. Und dann müssen wir festlegen, dass dieser Name auch einen Wert hat. Weil Variablen haben auch einen Wert. Vielleicht kopiere ich mir das von hier oben, damit es Sinn ergibt. Variablen haben einen Namen und einen Wert. Und den Wert legt man fest, indem man einen ist gleich schreibt und dann den Wert reinschreibt, zum Beispiel 1. Damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht, kann man hier zwischen dem ist gleich und dem Wert noch Leerzeichen hinschreiben. Man kann auch Zeilenumbrüche hinschreiben, man kann auch Tab-Stops hinschreiben. Das ist in Ordnung, das muss man nicht machen, das kann man machen, damit es schöner aussieht. Diese ganzen Leerzeichen, Tabs und Zeilenumbrüche werden alle vom Computer ignoriert. Die sind praktisch gar nicht da. Es gibt ein paar Ausnahmefälle, in denen es erforderlich ist, dass man wenigstens einen Abstand hat, damit der Computer weiß, okay, hier hört das, was ihr geschrieben habt, auf und was nächstes fängt an. Aber im Fall von Variablen, Namen und Festlegen des Wertes hier, ist es nicht notwendig. Ihr könnt das so zusammenschreiben, das macht man aber nicht, weil es unleserlich ist. Mit dem Leerzeichen kann man es ein bisschen besser lesen. Was ich hier jetzt aber gemacht habe, das ist eine Global-Variable und globale Variablen sind erstmal schlecht. Merkt euch das. Globale Variablen sind schlecht. Warum, werde ich euch erklären, wenn wir Scopes behandeln. Wie ihr eigentlich eine Variable deklarieren wollt, deklarieren ist das Wort für das Erschaffen einer Variable oder festlegen, ist, indem ihr schreibt local und dann
braucht ihr ein Leerzeichen. Und dadurch habt ihr jetzt eine lokale Variable festgelegt. Namen ist ein komischer Name für die Variable 1. Ihr könnt für die Variable auch einen Text festlegen. Aber ihr könnt hier jetzt nicht sowas hinschreiben, weil da wird es rot unterstrichen. Er sagt Unknown Global Vim. Weil er jetzt denkt, okay, das ist eine globale Variable hier, dieses Vidya Vim. Und die kenne ich nicht. Wenn ihr Vidya Vim als Namen festlegen wollt, packt ihr es in Anführungsstriche. Da ist es egal, ob ihr doppelte Anführungsstriche nehmt oder ob ihr einfache Anführungsstriche nehmt. Das ist vollkommen egal. Ihr könnt auch diese komischen schiefen Anführungsstriche nehmen. Das tut alles gar nicht zur Sache. Ihr könnt aber keine französischen Anführungsstriche nehmen. Die kennt er nicht. Die sind zu französisch. Ich benutze mal die hier. Die finde ich sehen am schönsten aus. Das liegt aber ganz bei euch. Wir gehen jetzt nochmal zurück zum Anfang. Variablen haben einen Namen. Dieser Name, habe ich ja schon gesagt, kann alles Mögliche sein. Den könnt ihr selbst festlegen. Ihr könnt ja sonst was hinschreiben. Ihr könnt aber im Namen dann keine Umlaute verwenden. Die erkennt Roblox nicht. Ihr könnt auch leider keine Emojis verwenden. In manchen Programmiersprachen geht das. In Lua geht es leider nicht. Ihr müsst normale Buchstaben verwenden. Ihr könnt auch Zahlen verwenden. Und ihr könnt Unterstriche verwenden. Ihr könnt kein Minus verwenden. Ihr könnt keinen Punkt oder Komma verwenden. Ihr könnt keinen Hashtag verwenden oder Schrägstrich oder sonst was. Das einzige Sonderzeichen, das erlaubt ist, ist der Unterstrich. Als Ersatz fürs Leerzeichen zum Beispiel, weil manche Leute benutzen gerne Unterstriche in ihren Variablen-Namen. Und die nächste Regel ist, ihr dürft zwar Zahlen verwenden, aber die Zahlen dürfen nicht am Anfang stehen. Weil dann denkt Roblox, dass ihr eine Zahl schreiben wollt. Das sind die einzigen Regeln. Ihr könnt die Variable nennen, wie ihr wollt. Aus Buchstaben, Zahlen und Unterstrichen. Aber das erste Zeichen muss entweder ein Buchstabe oder ein Unterstrich sein. Ein Variablenname darf, soweit ich weiß, so ziemlich lang sein, wie ihr wollt. Ich glaube, ab einer bestimmten Länge wird es nicht mehr funktionieren. Aber wenn ihr es nicht übertreibt, werdet ihr es auch nicht ausreizen. Und er darf auch so kurz sein, wie ihr wollt. Ihr könnt eine Variable einfach A nennen und könnt dann hier auch einfach schreiben Print A. Und wenn wir es dann run, wird hier unten einfach Name stehen, weil A ist gleich Name. Da ist die nächste Ausnahme. Ihr dürft die Variable zwar Unterstrich nennen, aber ihr könnt sie dann nicht mehr verwenden, weil Unterstrich ist so eine Besonderheit für einen Platzhalter-Variablen-Namen. Den benutzt man einfach, um zu sagen, ja, wir haben hier zwar eine Variable, aber die will ich nicht wirklich benutzen. Das ist später für manche Sachen vielleicht relevant. Merkt euch einfach, ihr könnt eine Variable nicht nur Unterstrich nennen. Ihr müsst wenigstens noch irgendwas mit dabei haben und dann funktioniert es auch. Aber Unterstrich alleine ist nur für Platzhalter, die ihr nicht verwenden wollt. Jetzt erkläre ich euch aber, was es für Variablen Typen gibt, weil Variablen haben einen Typen. Und der Variablentyp hier in diesem Fall ist ein String. String ist Englisch, steht für Strick oder Schnur, aber auch für Reihe, weil es ist eine Reihe von Buchstaben. Und in Lower-Level-Programmiersprachen, da gibt es nicht nur Strings, sondern da gibt es auch Chars. Und das sind Buchstaben. In Lua gibt es sowas nicht. In Lua, wenn ihr einen Buchstaben festlegt, zum Beispiel A, dann ist das immer noch der Typ String. Was ihr euch für Strings merken müsst, Strings sind dafür da, um Text darzustellen. Ihr könnt hier sonst was reinschreiben. Das ist vollkommen egal. Buchstaben, Zeilen. Hier könnt ihr sogar Emojis reinschreiben. Sonderzeichen, alle möglichen Zeichensätze. Das ist vollkommen in Ordnung. In der Roblox-Entwicklungsumgebung wird ein sehr breiter Zeichensatz für Strings unterstützt. Das heißt, wenn ich jetzt die magische Funktion Print verwende und dann sage, bitte printe mir Namen unten in den Output rein und dann oben auf Run gehe, dann steht hier unten im Output genau das, was wir in den String reingeschrieben haben. Und zwar Vichum Vada KJ30 Emoji Irved. Das ist schon mal wunderbar. In anderen Entwicklungsumgebungen kann es sein, dass diese Emojis oder diese Umlaute hier nicht übernommen werden und da ein ganz anderes Kauderwelsch steht, was noch schwerer zu lesen ist. In Roblox braucht ihr euch darüber eigentlich keine Gedanken machen. Das Einzige, worüber ihr euch Gedanken machen müsst, ist, wenn ihr einen String festlegt, braucht ihr am Anfang und am Ende Anführungsstriche. Anfang, um den String zu starten und am Ende, um den String zu beenden. Weil wenn ihr keine Anführungsstriche außen herum habt, dann denkt Roblox, dass es Variablen sind, die ihr einfach so ohne Grund hintereinander schreibt. Das funktioniert so nicht. Aber es gibt natürlich noch weitere Variablentypen und jetzt nenne ich euch einfach mal alle Variablentypen. Wie ich euch schon gezeigt habe, gibt es den Variablentypen String und der hat immer Anführungsstriche und dann irgendeinen Text. Dann gibt es noch den Variablentypen Number und das ist einfach eine ganz normale Zahl. Dann gibt es den Variablentypen Boolean und dieser Variablentyp ist entweder True oder False, weil Boolean steht entweder für Ja oder Nein, An und Aus, 1 und 0. Das ist eine Variable, die einen Wahrheitswert darstellt. Was ich gleich nicht erklären werde, sind die Variablentypen Table und den Variablentypen Function, die kriegen ihr eigenes Video, weil die sehr speziell sind. Außerdem gibt es dann noch den Variablentypen
nil. Diese Variablentypen legt man einfach fest, indem man sie benutzt. In anderen Programmiersprachen muss man bei jeder Variable festlegen, das ist ein String, das ist eine Number, das ist ein Table. In Roblox, Lua, macht man es einfach so. Wir schreiben einfach local und können dann irgendwas schreiben, zum Beispiel Name ist gleich Conny. Und weil wir es in Anführungsstrichen geschrieben haben, weiß Roblox Lua schon, okay, das ist ein String. Wir können schreiben local Zahl ist gleich 1000. Und weil wir einfach Zahlen geschrieben haben, weiß Roblox Lua, okay, das ist eine Zahl. Wir können schreiben local Wahrheit ist gleich true. Und weil wir true oder false geschrieben haben, weiß Roblox Lua, okay, das ist ein Boolean. Das funktioniert alles automatisch. Ihr müsst dem Computer nicht sagen, was ihr für einen Variablentypen ihr verwendet. Das erkennt er automatisch. Doch wozu sind diese verschiedenen Variablentypen da? Text ist ziemlich offensichtlich, ist dafür da, um Text darzustellen. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwas printen wollt. Wir haben im letzten Video ja schon einfach mal so Text in Print reingeschrieben. Zum Beispiel, mein Name ist Doppelpunkt. Und dann können wir nochmal schreiben, print, und dann schreiben wir Name. Und dann wird erst mein Name ist geprintet und dann Name. Gehen wir mal auf Run. Und im Output steht jetzt unten, mein Name ist Conny. Funktioniert einwandfrei. Genauso könnt ihr auch einfach eine Zahl schreiben. Zum Beispiel, ich bin Zahl und dann print Jahre alt. Wir runnen den Spaß und hier steht, ich bin 1000 Jahre alt. Hat funktioniert. Man kann natürlich auch diese 1000 in Anführungsstriche packen und hat dann genauso Text. Also wozu brauchen wir jetzt Zahlen? Zahlen brauchen wir für Mathe, weil mit Zahlen kann man rechnen. Und das ist das nächste. Man kann Variablen benutzen, um mit ihnen zu rechnen. Zum Beispiel können wir hier einen Variablenwert namens Zahl 1 festlegen und dann einen Variablenwert namens local Zahl 2 und das ist dann einfach 500. Und jetzt können wir sagen local Zahl 3 ist gleich, und jetzt machen wir Mathe, indem wir schreiben Zahl 1 plus Zahl 2. Weil Variablen sind dafür da, und das ist das Geile an Variablen, damit ihr einmal einen Wert festlegt mit einem Namen, zum Beispiel Zahl 1, und den könnt ihr dann immer wieder verwenden. Das heißt, wir können hier jetzt sagen, Zahl 3 ist gleich, ich mache das hier mal so ein bisschen ausgesondert, Zahl 1 plus Zahl 2, das bedeutet, das ist Zahl 1 ist 1000 und Zahl 2 ist 500. Das heißt, das ist 1000 plus 500, also ist Zahl 3 1500. Jetzt können wir zum Beispiel noch sagen, local Zahl 4 nehmen und einfach sagen, das ist Zahl 1 plus 1. Weil wir können auch einfach so Zahlen verwenden. Und wir können Variablen so oft verwenden, wie wir wollen. Deswegen Zahl 1 nochmal. Warum nicht? Und 1000 plus 1 ist 1001. Und das printen wir jetzt einfach mal. Wir schreiben hier unten print Zahl 3. Oder nochmal Zahl 4. Und ich gehe mal nicht auf Run, sondern ich zeige euch einen kleinen Trick, um ein Skript einfach so in Roblox Studio auszuführen. Dafür könnt ihr hier unten in Run a Command reingehen. Und schreiben hier unten rein loadString und dann einen Pfad. Bei uns ist das game.serverscriptservice.script, weil unser Skript heißt einfach script. Source. Was Pfade sind, erkläre ich euch tatsächlich im nächsten Video erst, aber genauso macht man das. Und hier hinter dann noch eine Klammer auf und eine Klammer zu, drücken dann auf Enter und es wird ausgeführt. Wir sehen in der ersten Zeile 1500 und in der zweiten Zeile 1001. Das heißt, es hat funktioniert, Zahl 3 ist 1500, Zahl 4 ist 1001. Und so könnt ihr noch viel mehr Mathe machen. Ihr könnt nicht nur Plus machen, ihr könnt sogar auch noch Minus machen, sondern minus 100. Ihr könnt auch noch mal rechnen, mal 600. Und dann auch noch geteilt rechnen, geteilt durch 2. Und jetzt haben wir hier eine ziemlich lange Rechnung, die ich gar nicht erst im Kopf ausrechnen will. Das macht der Computer für mich, indem ich nochmal Enter drücke und wir sehen, das Ergebnis ist minus 28.999. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Die weiteren mathematischen Operationen, die ihr durchführen könnt, sind übrigens zum Beispiel, nehmen wir hier 10 hoch 2. Also könnt ihr zum Quadrat rechnen mit so einem Hochkomma. Ihr könnt natürlich auch hoch 3 oder hoch 4, hoch 5, hoch minus 1. Funktioniert alles. Das ist übrigens auch ein Grund. Dieses Minus hier ist der Grund, weshalb ihr kein Minus in Variablennamen verwenden könnt, weil das halt wirklich für Minus steht. Und weshalb man bei einem Kommentar zweimal Minus verwenden muss, um etwas auszukommentieren. Und dann gibt es noch den Operator Modulus. Und Modulus macht man mit einem Prozentzeichen. Das Prozentzeichen steht für, wir rechnen geteilt und nehmen den Rest. Das bedeutet Modulus. Operatoren nennt man übrigens diese ganzen Sachen. Also Plus, Minus, Mal, geteilt, Modulus, Hochkomma, nenne ich es einfach mal, oder Hoch. Und dann gibt es noch Punkt, Punkt. Aber Punkt, Punkt ist ein Operator, der nicht mit Zahlen funktioniert. Zumindest, soweit ich weiß, funktioniert Punkt, Punkt nicht mit Zahlen. Wie ihr seht, wird mir da ein Fehler angezeigt. Wofür steht also der Operator Punkt, Punkt? Dafür legen wir mal einen neuen Variablennamen fest und den nenne ich jetzt einfach Satz. Ist gleich und das ist erstmal ein leerer String. Hier oben schreiben wir mal einen neuen Text hin, nämlich Text. Und den legen wir fest auf
mein Name ist und dann einfach ein Leerzeichen. Ohne was dahinter. Wir wollen jetzt mein Name ist kombinieren mit Name Conny. Natürlich könnte ich hier einfach Conny reinschreiben, aber vielleicht habt ihr später ein Programm, in dem diese Variable halt variabel ist, die kann sich ändern, wer weiß. Und jetzt könnt ihr einen Satz festlegen, in dem ihr schreibt Text, Punkt, Punkt, Name. Und Punkt, Punkt kombiniert beide Strings, der packt beide Strings zusammen. Wenn wir jetzt unten den Satz rausprinten und das Ganze nochmal ausführen, seht ihr, ich clear einmal den Output, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Mein Name ist Conny. Übrigens, um den Output zu clearen, könnt ihr entweder Rechtsklick und Clear Output machen oder hier steht schon Steuerung und K drücken. Bei jedem Operator könnt ihr natürlich davor und dahinter so viele Leerzeichen, Tab-Stops und Zeilenumbrüche machen, wie ihr wollt. Das ist wieder euch komplett freigestellt. Ich bevorzuge ein Leerzeichen, wenn ich den Punkt-Punkt-Operator verwende, aber es ist vollkommen egal. Der Abstand kann auch komplett fehlen. Ich habe euch jetzt erklärt, was sind Strings? Wie kann man Strings kombinieren, was sind Zahlen und wie kann man mit Zahlen rechnen? Außerdem habe ich euch gezeigt, wie ihr etwas printen könnt. Aber wofür braucht man jetzt diese Booleans, diese Wahrheitswerte, true oder false? Sie können nur true oder false sein. Und die benutzt man später, um halt dem Computerprogramm Fähigkeiten zu geben, sage ich mal. Man kann zum Beispiel sagen, nur wenn das wahr ist, dann mach auch das. Und so schafft man sich Bedingungen. Aber um Bedingungen geht es in einem anderen Video. Bis jetzt müsst ihr nur wissen, es gibt wahr und falsch. Wie ihr hiermit noch einen richtigen Code schreibt, lernen wir dann im, ich glaube, übernächsten Teil dieser Serie, wenn ich den Plan für die Serie richtig im Kopf habe. Jetzt könnt ihr es nur erstmal im Hinterkopf haben. Es geht an oder aus. Wahr, falsch, 1 oder 0. Und mehr müsst ihr dazu gar nicht wissen. Wir können natürlich hier Wahrheit oder Lüge printen und dann steht im Output, wer hätte es gedacht, true. Oder wenn ich die Lüge printe, steht im Output, false. Wenn ich Steuerung und K drücke, ist der Output wieder leer. So, das hier packen wir mal weg. Das hier packen wir auch mal weg, weil jetzt gibt es noch eine weitere Sache, die ihr über Variablen wissen solltet. Und zwar, Variablen haben einen Namen, Variablen haben einen Wert, Variablen haben einen Typen und Variablen sind variabel. Oder anders gesagt, Variablen können sich ändern. Und das gibt den Variablen so viel Power. Wir können einen Variablenwert festlegen, zum Beispiel. Und das mache ich so gerne, weil es sehr nah an Roblox-Spielen dran ist. Local, Geld. Ein Spieler hat Geld. Und wie viel Geld hat der Spieler? Er hat 0 Geld. Weil jeder fängt klein an. Jeder muss mal anfangen. Aber es kann ja sein, dass der Spieler jetzt zum Beispiel arbeiten geht. Und wenn er arbeiten geht, bekommt er neues Geld dazu. Und jetzt können wir die Variable... Oh, es wird mir schon gesagt. Geld ist gleich Geld plus 1000. Ich drücke Tab zum Akzeptieren. Weil in Roblox Studio... Ich speichere mal, damit es nicht abstürzt. So, hab gespeichert. In Roblox Studio gibt es jetzt so eine KI, die einem hilft. Und die hat schon richtig geschrieben. Wir haben ja immer Geld. Und dann haben wir gesagt, Geld ist gleich Geld plus 1000. Das ist ein bisschen kompliziert. Wir schreiben einfach mal 1000 hin. Geld ist gleich 1000. Wir haben jetzt die Variable überschrieben und das ist jetzt keine globale Variable, sondern wir haben einfach Geld geschrieben. Roblox weiß, Augenblick, hier haben wir ja schon Geld, das heißt, das ist dieser Wert und den überschreiben wir jetzt einfach durch 1000. Wir können theoretisch auch überschreiben mit einem String oder einem Boolean-Wert, aber das sollte man nicht machen, wenn es keinen Sinn hat, weil dadurch, dass man den Typen einer Variable während der Laufzeit des Skripts ändert, gibt es natürlich erstmal ein bisschen Performanceverlust, aber das ist gar nicht das Schlimme. Das Schlimme ist einfach, Skript wird unübersichtlich. Geld sollte auch eine Zahl bleiben. Wir geben dem Spieler 100 Geld fürs Arbeiten gehen. Aber das, was ich euch als nächstes erzählen wollte, hat die KI schon so richtig gemacht. Und zwar, der Spieler, der kauft sich Essen. Und dann wird das Geld natürlich weniger. Und wir können jetzt natürlich in unserem Kopf berechnen, okay, jetzt hat der Spieler nur noch 95 Euro übrig. Aber in Wirklichkeit wollte er ja rechnen. Das heißt, wir können jetzt einfach sagen, 100 minus 95. Aber wer weiß, was ist, wenn der Spieler zwischen dem Arbeiten gehen und dem Essen kaufen vielleicht noch ein zweites Mal arbeiten gegangen ist? Und dann hat er auf einmal 200 Geld. Dann funktioniert der Code hier unten wieder nicht. Das heißt, wir benutzen jetzt die Variable, um mit ihr zu rechnen. Wir schreiben hier Geld minus nicht 95. Hatte ich hier 100 minus 95 stehen? Wow, das ist echt teures Essen. Geld minus 5. Und dann kommt 195 raus. Und genauso können wir das hier auch beim Arbeiten gehen machen. Wir sagen jetzt Geld plus 100. Und genauso sagen wir hier auch Geld plus 100. Und wenn wir hier unten jetzt einfach mal Print Geld hinschreiben, dann steht im Output 195. Weil er ist arbeiten gegangen plus 100, ist nochmal arbeiten gegangen plus 100 sind 200. Und dann hat er sich Essen gekauft minus 5 sind 200 minus 5 sind 195. Und
dieser Variablenwert, der ändert sich natürlich immer abhängig von der Position, in der wir im Script sind. Wir wissen ja, ein Script wird von oben links nach unten rechts gelesen. Das heißt erstmal von links nach rechts und von oben nach unten. Das heißt, erst ist Geld 0, dann ist Geld 100, dann ist Geld 200, dann ist Geld 195. Und wenn ich hier jetzt mittendrin einfach mal Print Geld schreibe, dann wird es da auch so stehen. Wenn wir es jetzt machen, steht erstmal Geld ist 100 und dann steht hier Geld ist 195. Weil wir es einmal hier geprintet haben, wo es 100 ist und einmal hier, wo es 195 ist. Die Logik versteht ihr, oder? Alles geht seiner Reihenfolge nach und in dieser Reihenfolge können Dinge passieren. Bis jetzt kennen wir ja nur Variablen. Aber später werden wir noch ganz viele andere Konzepte kennen, mit denen wir viel mehr machen können. Jetzt sind wir noch ziemlich beschränkt, weil wir nur Variablen kennen. Die Scripts sind ziemlich statisch, gehen einer Linie nach. Aber wir können später Scripts haben, die in ganz viele verschiedene Richtungen gehen können. Komplexe Algorithmen. Aber bevor man das machen kann, muss man natürlich wissen, was sind Variablen und wie funktionieren Variablen. Und eine Sache über Zahlen habe ich euch noch gar nicht gesagt. Und zwar Zahlen können auch Kommastellen haben. Nur, dass man hier auf Englisch scriptet und im Englischen schreibt man kein Komma, sondern man schreibt einen Punkt und dann einfach die Zahl hinter. Und jetzt sagen wir mal, das Essen hat 3,50 Euro gekostet. Die Null kann man weglassen. Wenn ihr in Mathematik aufgepasst habt, wisst ihr, hinten kann man so viele Nullen haben, wie man will. Und auch vorne kann man so viele Nullen haben, wie man will. Und das ändert nichts an der Zahl. Die Zahl bleibt die gleiche, und zwar 3,5. Für uns in Lua ist das gar kein großes Problem, dass es jetzt auf einmal Zahlen mit Kommastellen gibt. In anderen Programmiersprachen ist das ein riesiges Problem. In anderen Programmiersprachen unterscheidet man zwischen einer Integer, also einer ganzen Zahl, einem Float, also einer Zahl mit einer Kommastelle, oder einer Double, was auch eine Zahl mit einer Kommastelle ist, aber mit doppelter Präzision, weil Nachkommastellen können von Computern gar nicht so gut berechnet werden. Wenn ihr mit Nachkommastellen rechnet, müsst ihr immer im Hinterkopf haben, Computer sind zwar sehr gut in Mathe, aber sehr schlecht mit Nachkommastellen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Zahl 1 ist gleich 0,1 plus 0,2, dann sollte ja 0,3 bei rumkommen. Wenn wir die Zahl dann auch printen, Print Zahl, dann steht auf einmal in der Konsole 0,3000000000004? Hä? Wo kommt denn diese 0,000000004 her? Hä? Willkommen in der Informatik, das nennt sich Floating Point Error, weil Nachkommastellen existieren nicht wirklich für Computer. Für Computer existieren nur volle Zahlen und die tricksen ein bisschen, um Nachkommastellen darzustellen. Und diese Tricks sind halt nicht 100% präzise. Und es gibt ein paar Situationen, in denen da dann solche winzig kleinen Zahlen oben rauf geaddet werden. Damit müsst ihr rechnen. Deswegen solltet ihr, wenn ihr mit ganz kleinen Zahlen arbeitet, lieber mit großen Zahlen arbeiten und dann das Ganze wieder kleiner machen. Zahl geteilt durch 10. Weil 0,1 mal 10 ist ja 1. Und dann rechnen wir wieder geteilt durch 10. Und wenn wir das dann printen, steht hier auch 0,3. Und dann sind wir wieder komplett präzise. An alle, die das gerade nicht ganz verstanden haben, merkt euch einfach nur, Nachkommastellen schlecht. Am besten nicht mit ihnen arbeiten, wenn es euch darauf ankommt, dass ihr absolut präzise arbeitet. Mit vollen Zahlen könnt ihr sehr gut rechnen, bis zu einem Wert von 2 hoch 53. Und das ist eine ziemlich hohe Nummer. Wenn wir die einmal rausprinten, seht ihr, das sind, was sind das, 9 Billiarden oder so? Auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Nummer, die ihr präzise darstellen könnt. Das heißt, bei jeder Zahl, die höher ist als 2 hoch 53, wird es unpräziser. Es kann zu Fehlberechnungen kommen. Bei geraden Zahlen ist es noch in Ordnung. Das heißt, 2 hoch 54 wird auch noch präzise angegeben und 2 hoch 64 wird auch noch ziemlich präzise angegeben. Aber je größer die Zahl wird, desto unpräziser wird es. Vor allem dann, wenn ihr mit ungeraden Zahlen arbeitet. Wenn wir hier plus 1 rechnen, gibt er einem dieselbe Zahl raus, wie er sie mir vorher schon rausgegeben hat. Wenn ich hier plus 13 rechne, kriege ich trotzdem immer noch die gleiche Zahl. Es funktioniert nicht mehr. Ihr könnt nicht mehr präzise rechnen. Mit 2 hoch 53 würde es maximal funktionieren. Wenn wir die einmal ausgeben und hier plus 1 rechnen, sind wir aber ja schon drüber. Das heißt, es geht dann nicht mehr. Wenn wir minus 1 rechnen, seht ihr, geht es noch. Die größte Zahl, die ihr überhaupt irgendwie berechnen könnt, ist übrigens 2 hoch 1024. Das ist ziemlich... 1024 bitte, Conny. Jetzt übertreibt man nicht. Das ist auch ziemlich viel. Zeigt ihr euch mal an. Und da steht jetzt unendlich, weil wir das Maximum erreicht haben. Jede Zahl, die da drüber ist, ist auch unendlich. INF steht für Infinite, heißt unendlich. Nehmen wir mal 1023 und dann seht ihr, das ist die höchste Zahl, die wir darstellen können. Und sobald wir die 2 hoch 1024 haben, dann zeigt er uns an INF und INF steht für unendlich. Das heißt, da ist dann sowieso das Maximum erreicht. Viel höher geht es gar nicht mehr. Es liegt daran, weil wir begrenzt viele Bits haben, mit denen die Computer rechnen können. Und hier ist dann wirklich komplett Ende Gelände. Aber ab der 2 hoch 53
ist für die Präzision schon Ende Gelände. Ihr könnt übrigens auch negativ rechnen, das würde auch noch funktionieren und es wird euch noch präzise die Zahlen angeben, solange es größer ist als minus 2 hoch 53 und kleiner ist als plus 2 hoch 53. Dann könnt ihr präzise mit Zahlen rechnen. Kommastellen nehmen natürlich wieder Präzision ab, wie wir ja bei den 0,1 plus 0,2 Beispiel gesehen haben. Das waren jetzt so ein paar Zahlenfakten für die Nerds unter euch, die sich dafür interessieren. In der Praxis müsst ihr eigentlich nur wissen, ist egal, funktioniert einfach. Jetzt kommen wir auch noch zu ein paar Nerdfakten über Strings. Eine Sache, die ich euch noch nicht erklärt habe über Strings ist, was ist eigentlich, wenn ihr Anführungsstriche in einem String darstellen wollt? Wie geht denn das? Das funktioniert gar nicht, oder? Doch, ihr müsst dann halt andere Anführungsstriche verwenden. Wenn ihr diese zwei Anführungsstriche in einem String haben wollt, dann nehmt ihr jetzt einfach diese Anführungsstriche und packt sie außen rum. Es wird mir gerade rot unterstrichen, weil ich vergessen habe, den Variablen Namen festzulegen. Ist natürlich wichtig, local erstmal Zeichen zum Beispiel. Wir können den Variable ja nennen, wie wir wollen. Ist gleich und dann funktioniert es auch. Und jetzt haben wir hier unsere zwei Anführungsstriche in unseren anderen Anführungsstrichen. Und genauso könnt ihr das Ganze nochmal wiederholen. Ich kopiere mir das, schreibe es in die zweite Zeile, schreibe ein Zeichen 2, weil man kann ja nicht zwei Variablen mit dem gleichen Namen haben, sonst wird es überschrieben. Und dann will ich jetzt die hier haben und da packe ich dann die so rum hin. Das würde funktionieren. Jetzt können wir Print, Zeichen und Print, Zeichen 2 machen, clearen den Output, führen das aus und dann seht ihr hier Anführungsstriche und die anderen Anführungsstriche. Funktioniert. Ihr könnt natürlich auch ganz wild gehen und sagen, Zeichen 3 ist gleich dann in diesen ganz hässlichen Anführungsstrichen das. Und in denen haben wir dann noch die hier. Das funktioniert auch, klar. Warum nicht, ne? Print Zeichen 3. So, und dann haben wir hier das, beide Anführungszeichen. Was ihr leider nicht machen könnt, weil da sind dann die Limits irgendwann aufgebraucht, ist diese Anführungszeichen alle zusammen zu verwenden. Aber falls ihr doch einen String erschaffen wollt, in dem alle drei Anführungszeichen drin sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu erreichen. Es gibt Tricks. Man kann über bestimmte Zeichenfolgen bestimmte andere Zeichen erzwingen. Zum Beispiel könnt ihr in einen String auch einen Zeilenumbruch reinbauen, indem ihr jetzt ein Backslash und dann ein End schreibt. Das ist dann ein Zeilenumbruch. Dieses Backslash macht ihr übrigens, indem ihr die Alt-GR-Taste gedrückt haltet auf eurer Tastatur. Die ist rechts neben dem Leerzeichen. Und das Backslash ist dann auf dem Fragezeichen. Also Alt-GR plus Fragezeichen. Und dann werdet ihr sehen, haben wir hier einen Zeilenumbruch. Ich mach mal diese Zeichen hier weg, sonst ist es ein bisschen unübersichtlich. Steuerung K. Und dann nochmal. Wir haben das hier, dann einen Zeilenumbruch und in der nächsten Zeile das hier. Oder um es ein bisschen sichtbarer zu machen. Zeile 1, Backslash, N, Zeile 2. Dann printen wir das und sehen Zeile 1, Zeile 2. Dass das hier so indented ist, liegt halt daran, dass ich es über diesen Command hole. Sonst wäre natürlich alles schön in einer Linie. Ein weiteres Zeichen wäre zum Beispiel ein Tab. Dafür machen wir einfach nochmal Backslash und dann T für einen Tabulator. Printen das raus und dann seht ihr, hier ist es jetzt eingerückt um einen Tabstopp. Ihr könntet auch einfach so einen Tabstopp reinschreiben und es hätte genau denselben Effekt, aber es funktioniert. Und die Möglichkeit, um ein Anführungszeichen in eurem String zu verwenden, ohne dass der String beendet wird, ist mit einem Backslash und convenient ist es einfach genau dasselbe Anführungszeichen zu schreiben. Und dann funktioniert das. Mit diesem Backslash könnt ihr ein Anführungszeichen schreiben, ohne dass der String beendet wird. Und dann könnt ihr das noch dahinter schreiben und das noch dahinter schreiben und das hier. Und um das dann nochmal zu schreiben, müsst ihr natürlich nochmal ein Backslash davor schreiben. Und das funktioniert dann natürlich auch. Print, Zeichen 3, ausführen und jetzt haben wir in der Zeile 2 diese ganzen Anführungsstriche, alle Arten von Anführungsstrichen in einem String drin. Aber was ist, wenn es euch ein bisschen unübersichtlich ist, mit diesen ganzen Backslashes und Ends und so zu arbeiten? Dafür gibt es auch Multizeilen-Strings. Und dieser Multizeilen-String, der wird nicht mit Anführungszeichen dargestellt, sondern mit zwei eckigen Klammern hintereinander. Genauso wie wir es hier oben schon haben, womit wir einen Multizeilen-Kommentar machen, können wir hier einen Multizeilen-String machen, der einfach über mehrere Zeilen hinweg geht. Und hier können wir reinschreiben, was wir wollen. Was ich will, kann ich hier reinschreiben. Cool. Oder sogar Anführungszeichen, diese Anführungszeichen und diese Anführungszeichen und Rechtschreibfehler, alles ist möglich. Das Einzige, was ich nicht schreiben kann, ist die Klammer zu zweimal hintereinander. Einmal ist in Ordnung. Nur zweieckige Klammern zu hintereinander kann ich nicht schreiben, weil dadurch der String vorzeitig beendet wird. Manche von euch würden jetzt vielleicht denken, man kann dann einfach einen Backslash davor schreiben, aber so ist es leider nicht. Der Backslash wird dann als normales Zeichen gewertet. Wie ihr jetzt sehen werdet, wenn ich Print Multizeilen String schreibe,
Dann bam. Und dann sehen wir hier, was ich will, kann ich hier reinschreiben. Cool. Oder sogar diese ganzen Zeichen. Aber, hier ist der Backslash zu sehen. Das ist ja blöd. Wie mache ich denn das? Und leider muss ich euch verraten, ich habe keine Ahnung, ob man irgendwas machen kann, weil dieses Backslash funktioniert in einem Multizeilen-String nicht. Ich kann auch Backslash N machen, da wird kein Zeilenumbruch kommen. All diese Backslash-Commands funktionieren nur in Strings mit Anführungsstrichen, nicht in eckigen Klammern. Was ihr natürlich machen könntet, ist den String tatsächlich beenden, dann Punkt Punkt schreiben, einen neuen String anfangen, dann diese zwei eckigen Klammern hier reinschreiben und dann einfach mit einem neuen String dahinter fortfahren. Und das würde funktionieren. Das sieht dann wieder ziemlich seltsam aus, aber es würde funktionieren, dass euch diese eckigen Klammern in diesem Multizeilen-String angezeigt werden, weil ihr tatsächlich drei Strings macht und sie miteinander kombiniert. Man muss tricksen an manchen Stellen. Aber solche Multizeilen-Strings habe ich tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nie verwendet, obwohl sie an sich ja schon ein ganz cooles Feature sind. Ich benutze in der Regel eigentlich nur solche Strings und wenn ich dann mal Anführungsstriche in den Strings haben will, benutze ich halt solche Strings. Es gibt noch weitere Escape Sequences. Diese Backslash-Dinger sind Escape Sequences. Es gibt A, B, F, R und das sind alles irgendwelche Sonderzeichen, die euch eigentlich gar nichts bringen. Vielleicht für ganz bestimmte Sonderfälle könnten sie relevant sein, aber an sich komplett useless. Die einzigen für mich relevanten Sachen sind Slash End für neue Zeile, Backslash T für Tab und natürlich Backslash Backslash für ein Backslash. Wenn ich das printe, seht ihr, hier ist ein Backslash, weil sonst kann man das ja gar nicht schreiben. Und selbstverständlich Backslash und ein Anführungszeichen für das Anführungszeichen. Ich glaube, wir sind in diesem Video krasser auf Strings eingegangen als jemals und da war super viel Zeug bei, was euch nicht wirklich interessieren braucht. Aber für die, die sich dafür interessieren, habe ich es jetzt einmal alles erwähnt. Bei Zahlen gibt es noch weitere interessante Kleinigkeiten. Zum Beispiel könnt ihr nicht nur eine normale Zahl darstellen, sondern auch eine Hexadezimalzahl, indem ihr 0x davor schreibt. Dann zum Beispiel A, 0xA, dann haben wir Hexadezimalzahl A. Könnt ihr dann auch ausprinten als Hexer und ihr werdet sehen, hier steht dann 10, weil Hexadezimalzahlen, für die von euch, die es wissen, sind ein anderes Zahlensystem, in dem die Zahlen nicht von 0 bis 9 gehen, sondern von 0 bis 15. Und 15 wird dargestellt durch ein F, das heißt, wenn ich das hier jetzt printe, seht ihr 15. Und genauso gibt es auch die Möglichkeit, binäre Zahlen darzustellen, indem ihr 0b schreibt. Und F ist natürlich keine binäre Zahl, weil binär ist ja nur Nullen und Einsen. Und 01 ist, ihr habt es erraten, 1. Und 1,0 ist, ihr habt es erraten, 2. Wow. Und 1,1, wer weiß, was 1,1 ist? Richtig, 3. Wunderbar. Wir haben binäre Zahlen gelernt. Andere Zahlensysteme gibt es, soweit ich weiß, nicht. Aber ich denke, die meisten von euch bleiben lieber bei den dezimalen Zahlen. Mit denen kennen wir uns am besten aus. Nenne ich auch mal nicht Hexer, sondern wieder Zahl. Und ihr könnt übrigens in Zahlen Unterstriche reinschreiben. So viel wie ihr wollt. Die werden ignoriert. Das ist einfach nur für die Übersichtlichkeit. Könnt ihr machen. Wenn ihr sehr, sehr große Zahlen habt, dann ist es manchmal leichter, die so zu lesen, wenn ihr da Unterstriche reinpackt. Und dann seht ihr, okay, 1000 Millionen Milliarden. Und um das ganze Ding nochmal abzurunden, zeige ich euch jetzt noch eine coole Sache, die nicht ganz so nerdig ist. Und wir gehen zurück zu den Wurzeln. Ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet, weil wir können ja mit Zahlen rechnen. Sprich, wir können eine Zahl festlegen als 1 plus 1. Und das wäre dann, wenn wir es printen, 2. Und wir können ja auch eine neue Variable festlegen namens Zahl 2. Und die ist dann zum Beispiel Zahl plus 1. Und das wäre dann natürlich 3. Und ihr braucht dafür ja nicht unbedingt immer eine neue Variable festlegen, sondern ihr könnt einfach die Zahlvariable überschreiben und schreiben, Zahl ist gleich Zahl plus 1. Aber das ist doch ein bisschen zu viel, oder? Was ihr statt Zahl ist gleich Zahl plus 1 schreiben könnt, ist einfach Zahl plus gleich 1. Und dadurch rechnet ihr Zahl ist gleich Zahl plus 1. Und dann kommt auch wieder raus 3. Genauso könnt ihr auch Zahl ist minus gleich 1 machen. Ihr könnt Zahl ist mal gleich 1 machen. Dann haben wir wieder 2. Ist geteilt durch gleich 1 machen. Kommt auch wieder 2 raus, weil wir jetzt immer nur mit Einsen rechnen. Das ist echt nicht viel. Aber das funktioniert mit allen Operatoren, die ich euch vorhin gezeigt habe. Das heißt, das funktioniert natürlich auch mit dem Modulus, mit dem Hochkomma fürs Hoch. Und es funktioniert auch mit Punkt, Punkt, aber dann natürlich nur mit Strings, weil 2, Punkt, Punkt, 1, hier kommt jetzt 21 raus. In anderen Programmiersprachen würdet ihr einen Error bekommen, weil ihr könnt keine Zahlen miteinander verbinden. Aber Roblox ist schlau und meint, warte, ihr benutzt hier diesen Operator, der für Strings da ist. Okay, dann wandle ich die Zahl 2 mal in einen String um und die Zahl 1 auch mal in einen String um. Dann haben wir den String 2 und den String 1 und dann kommt 21 bei rum. Kann man machen. Solltet ihr aber nicht. Ihr solltet dann wirklich einfach hier 2 schreiben.
und hier 1 schreiben, damit ihr dann auch 21 bekommt. Weil sonst wird schon wieder ein Variablen-Typ während das Script läuft umgewandelt und das frisst ein bisschen Performance. Wenn ihr das zu viel macht, werden eure Scripts alle unperformant. Wenn ihr das mal macht, ein bisschen macht, ist es in Ordnung. Schadet nicht. Aber merkt euch einfach, das sind so Bad Practices, die man vermeiden sollte, weil je größer euer Projekt ist, desto mehr leidet ihr unter solchen Kleinigkeiten. Auf die Variablen-Typen Table, Function und Nil gehen wir natürlich noch nicht ein, weil die haben einen Platz in anderen Videos verdient. Mir bleibt jetzt nur noch übrig, das Script umzubenennen in Variablen, weil es ist immer nützlich, seine Scripts umzubenennen, damit man weiß, worum es ging. Das Ganze speichere ich mir dann auch mal, gehe wieder ins Haus, mach die Lichter wieder an und würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, weil ich mache die Videos immer sehr spontan und es kann sehr gut sein, dass ich ein paar Sachen vergesse. Es kann sein, dass ich während ich Sachen erkläre, wieder vergesse, was ich erklärt habe und dann wird es unübersichtlich. Das ist blöd, das tut mir auch leid, aber ich habe ziemlich viel Zeitdruck, aber will diese Tutorial-Serie trotzdem weiterführen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem alles verstanden. Und falls die nächste Folge schon raus ist, dann solltet ihr sie jetzt hier auf dem Bildschirm sehen. Bis dann und ciao!